Sehr stark. Rush Wars, sagt mir gar nichts. Ist mir auch voll egal, das Game. So verheier ich. Verheier ich, Alter. So, Wo sind meine Sachen vom letzten Mal? Ich habe ja gar nichts, ne? Ja. Spark hat die in der Truhe versteckt. Wir müssen nämlich jetzt eine Entscheidung treffen. Spark war jetzt mehrfach Gast und die Leute schreiben alle, der soll jetzt dazukommen. Was sagt ihr dazu? Also ich würde es gut finden, wenn ich mir heute Spark ein bisschen ausleihen darf. Ich bin der ehrlicher Meinung, ich mag Spark sehr gerne, ich mag alle Leute sehr gerne. Aber ich glaube, es würde unsere Lost-Dynamik rausnehmen, wenn wir jetzt auf einmal einen Pro drin hätten. Ja, aber das ist ich muss da leider Revi. Ich weiß, also, dass man dann eine Farm zeigt. Der nicht eine Farm. Bro, der kann dir jede Farm der Welt bauen. Ja, er soll sie mir einmal zeigen, wie es geht. Und dann baue ich die 10.000 Mal. Ich baue uns so viele XP-Farmen. Ja. Wir werden den Ender Dragon so vergewaltigen, wie das noch nie jemand getan hat. Max, das ist ein Word, das steht auf der Blacklist bei Twitch. Wir werden ihn besiegen. Genau. Oh, ich werde angegriffen. So ist das. Ja, es geht schon wieder los. Ja! Hey, seid ihr schon gestorben? Nee, Leute, ich würde sagen, ich fände es unfair den anderen gegenüber, weil ich habe so vielen Leuten jetzt abgesagt, dass sie hier nicht regelmäßig reinkommen können. Letztendlich liegt aber an Max und Romatra. Eine Farm. Ey, wir können den immer wieder als Gast reinholen, aber wollen wir als festen Part noch irgendwen anders integrieren? Ist die generelle Frage, Max. Nee, das nicht. Okay, gut. Romatra? Ja? Du hast dir geflext mit deinen Diamanten. Wo sind die denn? Erzähl's mir, wo sind die? Ich habe sie in die Endertruhe getan, damit Max sie nicht nimmt. Aus Vorsicht. Was? Wie? Also, ich habe noch nie Diamanten geklaut. Das stimmt. Was? Revi hat Max schon Max war schon geklaut? So oft Diamanten geklaut, du Asozialer. Wie assi seid ihr? Digga, du bist ein Assi, Alter. So langsam. Oh mein Gott. Alter, wie er jetzt schon wieder am Haten ist, das Junge. Das kannst du nicht machen, Alter. Wir haben gestern... Ich baue gleich nochmal eine richtige Autobahn. Das ist ja langsam hier. Du bist einfach zu dumm dafür, Junge. Du bist Scheiße, Max. Alter, Rechtsfahrgebot. Bist du dumm irgendwie? Reden, Max, du bist mir so im Weg. Kann das sein, dass du ein bisschen dumm bist? Ach, Digga, wieso baut ihr auch nur eine Einbahnstraße-Autobahn? Ey, wo ist mein Boot? Ja, ich hab dein Boot so gejoinkt. Bring mal wieder, ich hab keine Materialien. Ich bin so durch. Stark. Hat jemand noch eine Enderpearl zufällig, Romatra? Ich hatte irgendwo eine, aber die ist gelöscht. Wie, die ist gelöscht? Gelöscht. Du Alter. Nee, es scheiße einfach. Geil, ich liebe dich, ne? Die ist gelöscht. Ich bin so geil, ich bin so nicht auf Max' Seite, aber das ist einfach witzig. Ich habe dir 2 gegeben. Passt das? Ah, das dreht sich irgendwie ganz brutal. Max, was bei dir in der Höhle passiert? Oh, was ist da passiert? Alter, wie sieht das hier aus? Komm mal zu dir rein, bitte in die Höhle. Revi hat mit Dynamit meine Höhle kaputt gemacht. Hab ich nicht, Junge, aber hier sind riesige Löcher drin, Junge. Was ist mit der Höhle passiert? Junge, hier sieht's wirklich weird aus, Alter. Ich weiß, soll ich dir sagen, was passiert ist? Was denn? Du hast gesagt, geh Cobblestone farm und ich wette, er hat hier den Cobblestone gefarmt. Max, komm mal bitte her, Alter, wie sieht denn das hier aus? Max, nee, komm jetzt mal in deine Höhle. Es ist wieder ein Prank. Komm in deine Höhle. Es ist wieder ein Prank. Hier ist da rein und dann kommt Schatten vom Himmel. So, ich bin drin. Digga, wie sieht's hier aus, Junge? Hast du hier Cobblestone gefahren, ich war's nicht, Mann. Das war meine Höhle. Das könnt ihr doch nicht machen. Wie sieht's hier aus? Mann, ich hab meine Höhle kaputt gemacht. Hast du hier Cobblestone gefarmt? Hört ihr das? Willst du die Musik bitte ausmachen? Ja, die Musik ist auch nervig. Gestern hat er gesagt, dass es ihm egal ist. Hä? Wo kommt die Mucke her? Jetzt mal Real Talk. Irgendwer hat gerade eine Schallplatte irgendwo reingetan. Hey, ich hab keine gehabt. In deinem Haus. Für dein Equipment übrigens. In deinem Haus? Ich hab dir auch keine fünftige Waffe gerade. Wenn jemand die Einladung schickt. Die Musik ist extrem nervig. Könnt ihr die ausmachen? Revi lacht die ganze Zeit wie so ein Dummer. Revi. Also Phoenix TV, Revi. Revi tut die ganze Zeit. Oh Gott, bist du lost. Guck ihn dir an. Kurz. Botmax, Junge. Was denn? Mir ist stark. Ja. Bruder, kann man davon mal ein paar klatschen? Dann kann ich mir zumindest eine Lederrüstung machen. Ansonsten buddel ich halt für eine Eisenrüstung, aber wenn... Oh, Max, stark! Oh, Revi! Stark! Du kannst ja deine Gastauftritte... What? Ich bin tot! Oh, Junge, Alter! Alles klar. Dann. Ich war Level 19. Das ist wieder mal gelogen. Das ist komplett gelogen. Ja, ich bin jede Folge 8-mal im Spawn. Wenn ihr anschaut, ist es schon echt falsch. Es sind hier... Das funktioniert. Die haben alle Arbeit an ihren Kompostern. Könnt ihr mal diese Mucke hier ausmachen? Die ist ja unnormal nervig. Zwei davon haben keine Hilfe, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, die erkennen die Komposter nicht als die richtigen an. Ja. Also nur einer hat halt einen Beruf, ne? Die anderen beiden nicht. Digga, Revi, wo hast du die Mucke angemacht? Das ist ja unnormal nervig. Wenn die Farm nicht kann er so eine Umstände... Revi schießt schon wieder auf mich. Stopp, Revi. Idealerweise irgendwie zu dir laufen lassen, dass er da reinfällt.
Und vielleicht kannst du ja so machen, dass du eine Brücke hier hinbaust, wo eine Trapdoor dranhängt und der wird denken, er kann über die Trapdoor laufen, kann aber nicht und dann fällt er da so rein. Also hier ist schon, hier ist auf jeden Fall die Brücke. Hier habe ich gedacht, Revi, kannst du ein bisschen Musik ausmachen? Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich kann das nicht, ich bin nur der DJ, ich kann die Mucke nur anmachen. Du müsstest halt keinen Alternativweg dem geben. Rumatra, sei jetzt mal bitte leise. Genau. Okay, gut. Dass ich eine Doppelkiste dauerhaft voll Kaktus habe. Dass so viel Kaktus produziert wird. Naja, also. Kannst du mir zeigen, dass geht? Zeigst mir eine Kaktusfarm und ich baue davon 10 Stück oder so. Ich mache die größte XP-Farm, die Welt je gesehen hat. Alter, kannst du mit der Musik aufhören? Ich muss meine Ingame-Musik. Oh nee, das ist nicht passiert. Oh Gott! Was ist passiert? Nichts ist passiert. Gar nichts ist passiert. Lass mal kurz pennen. Es ist absolut nichts passiert. Ich gehe jetzt Diamanten farmen, Leute. Ich bin jetzt los und farm Diamanten. Oh Gott. Oh, das ist mir so peinlich. Scheiße, ist mir das peinlich, Leute. Junge Max, Alter, geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich lieb's einfach. Es macht so Spaß. Junge, jetzt Romana, gib mal hier ein paar Dias, du. Diese Hühner hier oben, du Trimax-Penner. Rebi, ich kann dir nur noch einen einzigen Diamant geben. Wo ist der Rest? Ich habe ausgesehen, als ich mir Schuhe gemacht habe. Hier sind keine Hühner mehr. Steuerung Linksklick gemacht und jetzt habe ich 7 Diamantenschuhe. Du dämlicher Penner. Ja, es tut mir leid. Du dumm Sau. Hier sind keine Hühner mehr oben. Alter. Ich werde jetzt nicht hochgucken. So, jetzt muss der Titel richtig sein. Rebi, ich gebe dir noch den einen Diamanten. Nimm ihn. Der letzte Diamant. Ich gehe jetzt neue farmen. Ich komme erst wieder zurück, wenn ich 4 volle Stacks Diamanten habe, okay? Ich werde dich die ganze Zeit so sehr damit ab. Max. Ich werde die Musik einfach aus. Nee, kannst du nicht. Es geht ja. Oh Mann, ja, okay, dann lass uns kommen. Alter, nee, Alter, was ist das wieder für ein Scheißumfang hier? Kackmucke. Ja, das ist eine Kaktusfarm, wo die durchgebrannt werden. Und da kannst du, wenn du die Items rausholst, dann. Guck mal, geh mal hier ran und hol mir das Item hier raus hier vorne. Max, warte, was jetzt hier brennt, hol es mal hier raus. Hier vorne rechts im Ofen, das Item. Hol es jetzt mal raus. Wie viel Level? 14. Siehst du? Und du hatest das Ding. Creeper! Creeper hinter uns! Ah, weg da! Holla, da sind noch mehr Creeper. Die sind nicht ausgeleuchtet. Spark, das Problem bei dieser Farm ist, sie ist irgendwie. Also, sie hat jetzt Max 14 Level gebracht. Du bist so los! Oh Gott, bist du schlecht! Ist alles Junge, gut? Junge, wie spielst du? Ich brenn? Hä, von was? Ja, von dir. Hast du gerade Sand gesetzt, um dich zu löschen? Ja, ich weiß nicht. Ist clever. Nee, pass auf, Spark, irgendwie läuft die Farm nicht so wirklich. Der Bambus kommt zu lange, das Problem kann ich lösen. Dafür brauchen sie funktionierendes Gehirn. Ich würde es einfach länger machen, so wie es jetzt ist, nur länger. Ja, wenn du das machen willst, mach das. Nee, ich würde dir nur vorschlagen, dass du auch mal das Spiel lernst vorher. Alter, das ist so geil. Lächerlich, Junge. Geil, so geil. Romar, halt doch das Maul, du hast gerade 20 Diamantschuhe gekraftet, du Penner. Du Penner. Ja, du hältst den Rest der ganzen Folge dir fressen. Jetzt ganz kurz, was möchtest du machen für eine Farm, eine Kaktusfarm? Ich möchte das wie du machen, nur 5-mal so groß, riesengroß. Aber wofür denn? Wofür? XP brauchen wir doch immer. Kaktus brennen bringt kein XP. Die Nether-Goldfarm, wenn wir uns da zusammen ransetzen, Max, die wird so. So wie die Kaktusfarm, was du hier hast, Kaktus und Bambus, aber das ist echt 10-mal so groß. Also ey Leute, okay, Chat, könnt ihr ganz kurz Trimax erzählen, dass das keinen Sinn mehr macht, dieses Prinzip? Lass uns die Goldfarm bauen, Max, die bringt uns richtig viel XP und Gold. Ich mag das. Kakteen, Bambus, das sind meine Lieblingspflanzen. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast keine Lieblingspflanzen, du hast nicht mal Lieblingsmusik. Max, Ruhe. Ihr könnt ja auch beides bauen, so ist ja nicht. Aber Max, guck mal, wir machen beides, glaube ich. Öfen sind ja schön und gut, aber ich glaube, Öfen und Durchbrennen, auch wenn es automatisch geht, gibt halt nicht so viel XP letzten Endes, weil die sind nicht so effektiv. Aber eine Goldfarm-Vergleich, die Hexel hat richtig, ne? Ich würde es unnormal feiern, wenn ihr das macht, aber ich müsste einmal kurz ausleihen. Digga, dieser... Also es ist nicht so kompliziert. Hey, hör mal auf, hier rumzulaufen, ich dressiere gerade eine Katze, du Penner. Hallo, hör mal auf, Max. Ich dressiere die Katze, Du hast... Kämpft. Ich dressiere die Katze in meiner Axt. Max, wenn du die jetzt umbringst, ich schlag dich so kaputt, Alter. Wenn du jetzt meine Katze richtig, Alter. Mit einem Fisch. Ich hab einen Fisch in der Hand, aber dieser Trimax, der riecht nach Fisch und die rennt vor dem weg, weil er so stinkt. Wegen der Lass die. Langsam, vorsichtig ran. Ja, versuche ich, aber dieser Trimax rennt mir hinterher mit seinem blöden Fisch. Hau ab jetzt! Sneaken mit dem Fisch. Mann, guck mal! Penner, ich bring dich jetzt um, Alter. Ich bring dich jetzt. Mit der Axt und dem Fisch dich ransneaken. Max, wenn du die einmal schlägst, ne? Zack!
Du kleiner. Hörst du das? Jetzt, das sind jetzt, kriegst, jetzt kriegst du. Ey, ey, jetzt. Ey, ey, Junge, ich war Level 15. Oh, geil, geil war er nicht, Alter. Der kann ja auch nicht Level 15 gewesen sein. Ich hab ne Katze, ich hab ne Katze! Komm! Komm schnell, bevor Maimax kommt, komm schnell! Ich komm ganz schnell. Wenn du meine Katze umbringst, dann töte ich deine Katze in Real Life, wirklich. Ich suche mir die und bring die um. Ich fahr mit meinem AMG über deine Katze. Dann fahr ich über deine Freundin, mir egal. Max, bitte lass meine Katze in Ruhe, okay? Wo ist denn diese Müllkatze? Ist hier, Alter. Zufällig nicht gerade hier. Aber du hast Eisen dabei, oder? Wenn du drei ich hab Eisen dabei. Gibst, die hatte ich hatte dir alles zugeworfen, was ich auch bin behindert. Bin sehr behindert, Alter. Ich verliere gleich alles, Jungs. Ihr müsst mir helfen. 30 Level genau gone. Wegen dieser Katze, wenn ich die finde, ich bring die um. Ich hab nichts Produktives heute gemacht. Katze, deine Schuld, Alter. Max, du hast recht. Es tut mir leid, dass ich umgebracht habe, Max. Die Katze. Die Katze ist eine Tier, ist es. Ich finde sie gleich, dann darfst du sie hinrichten. Bros before Katzen. Cats, sag ich immer. Die hat mich in den Selbstmord getrieben, Alter. Wir richten die nicht hin. Nee, ich hasse die wirklich. Ist ja auch klar, Digga. Ich hab den Strandman nicht gefüttert. Strandman, es tut mir leid. Katze ist weg. Katze ist gone, Alter. Katzenfleisch bringt nur einen Hungerbalken. Und wenn man es grillt. Max, man kann die Katze nicht essen. Mein Chat trollt mich so eine Kacke. Revi, geh bitte weg. Revi geht weg, wie geil. Ich will nur, dass das hier fertig ist, damit wir schnell unsere sinnvolle Farbe machen können. Revi, geh mal bitte weg, du verwirrst irgendwie uns beide. Meine Güte. So, dann mach ich erstmal rein. Wasser fließt bis hierhin. Und da können jetzt Kakteen drauf und in die Zwischenräume über dem Kakteen schräg könnte. Ich hol die Kakteen. Es ist wie mit so einem Kind. Also müssen wir wahrscheinlich aus dem Lager holen. Ich komme mit den Kakteen. Ich verstehe nicht, dass wir gerade damit Zeit verschwenden, so, ne? Ich raff's wirklich gar nicht. Es geht mir gar nicht rein. Junge, du kannst doch schon mal anfangen im Nether. Kann ich nicht. Ich werde jetzt gleich mal hinten im Village ganz kurz einen richtigen Villager ranzüchten, der als Emerald-Lieferant dient. Ein Farmer ist am einfachsten, oder Spark? Jemand, wo man halt ein Farmer, wo man halt einfach Kartoffeln tradet für so einen Bot-Villager. Ja, ja, da kannst du easy Emeralds bekommen. Was nehmen die immer? Weizen, Kartoffeln und Beetroot, glaube ich, ne? Bei dem Farmer geht es ganz gut. Was haben die noch? Weizen, Kartoffeln, Beetroot und Kürbis? Also Weizen, Kartoffeln, Zuckerrohr gibt immer ganz gut. Du kannst Zuckerrohr beim Librarian dann traden, wahrscheinlich als Papier machen und das Papier dann gegen Emeralds tauschen. Das ist geil, das fühle ich. Papier habe ich unendlich. Ich habe meine riesige Zuckerrohrfarm gemacht. Ich habe alle Farmen. Außer die Eisenfarm, die nicht funktioniert. Und halt Revis XP-Farm, aber die funktioniert. Die XP-Farm funktioniert? Du hast eben damit 14 Level bekommen. Was ist dein Problem? Max, wir haben gestern übrigens einen Mending-Villager rangezüchtet. Aber bau du ruhig eine automatische Kaktusfarm, die kein Mensch braucht. Ist in Ordnung. Ihr werdet noch lachen. Geil. Ich werde jetzt hinten in diesem Village, wenn ich jetzt hier alles gefarmt habe, werde ich jetzt gleich hingehen und den krassesten Farmer-Villager ranzüchten, den es auf der ganzen Welt gibt. Der wird richtig abused, wird der. Der wird richtig ausgenutzt, wird der. So, jetzt haben wir das Problem. Alle Villager sind tot, lol. Keiner weiß, wo sie sind. Aber gut, wir finden sie schon. Hier ist ja doch ein Iron Golem. Also eigentlich sollten die auch hier irgendwo Villager sein, oder? Boah, kacke, ey. Ja, Gitter ist noch unten. Das ist nicht das Problem. Ich brauche halt einen neuen Villager eigentlich, ne? Boah, da muss ich mal hier ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwo einen Villager in der Nähe haben. Spark, alle Villager hinten im Village sind tot. Außer Gitter. Das ist schlecht. Wieso spawnen da keine neuen mehr? Nee, ne? Villager können nicht neu spawnen. Boah, ey. Nee, Digi, pass auf, ich lass Gitter erstmal hier, das ist mir gerade zu unsafe. Ich klär mal oben einen von deinen Villager raus und mach den mal kurz zu einem Farmer-Villager, so, wo wir zumindest schon mal Emeralds traden können und so. Aber 32 Sticks gegen einen Emerald, ne, Digi? Das ist so geil. Ich hab ein Problem, Romata, du musst schnell zur Farm kommen. Was denn? Alle Villager brüchen gleich aus, alle Villager brechen aus. Das geht, die rennen ja nicht runter, oder? Die drei da oben. Ach, aus meiner Eisenfarm? Ja. Wieso gehst du denn zu meiner Eisenfarm? Ja, weil ich dir Villager holen will. Ja, aber du hast doch 80.000 andere Villager. Wo denn? In diesem Glas-Viereck sind doch 80 Milliarden Villager drin. Okay, jetzt bin ich gerade bei Glas. Ich hab noch zwei Villager. Ich muss Glas Pain nehmen. Oh, ich bin in der Villager-Farm gefangen. Wo ist denn dieser Glaskasten? Nach da oben, den meinst du? Oh, die hast du gefunden endlich. Ja, ich muss mal kurz schauen. Nicht, dass die sich gegenseitig stören. Ich bring jetzt erstmal den Zombie ran, dann schaue ich, dass die alle einen Beruf haben und dann schaue ich, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe einen Menschen entführt aus deiner Farm.